Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Oh yeah, und weil wir gerade eigentlich eine Mission machen und ich hier gerade ein Türmchen gesehen habe, klettern wir erstmal auf den Türmchen drauf, um dann mit der Mission weiterzufahren. Und zwar waren wir, glaube ich, gerade stehen geblieben, als wir unserem alten guten Freund oder den Freund unserer Familie geholfen haben. Und jetzt synchronisieren wir erstmal. Aber ich muss erstmal kurz gucken, wenn wir bei der Quest angekommen sind, wo genau wir uns gerade befinden. Ich befinde mich nämlich in einer neuen Aufnahme. Und nachdem wir hier die Mission in dieser Stadt abgeschlossen haben, werde ich hier mal alles einsammeln. Und dann haben wir Geld ohne Ende. Die rechte Hand? Du willst meine rechte Hand? Hier, da hast du meine rechte Hand. Tschüss. Tut mir leid, aber sowas Nerviges? Ne. Ganz ehrlich. Alles so eine Schnorrer. Und alle nur mein Geld. Die denken sich, oh, der hat einen geilen Umhang. Oh, der hat bestimmt Geld. Ja, ich habe eine Klinge für dich. Mehr aber auch nicht. So, da hinten müssen wir hin. Der Fall war natürlich geplant. Ach, wir sollen zu unserem Freund Leonardo da Vinci. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohlauf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf. Um Gift zu verabreichen. Oh. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Wir haben jetzt eine Giftklinge, Freunde. Wir können Gift produzieren oder Gift kaufen. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt. In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Ja. Easy going, würde ich sagen. Eine Klinge mit Biss. Das ist natürlich nice. So, jetzt können wir auch vergiften. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert. Giftklinge erhalten. Ah, da. Okay. Das heißt, wir können jemanden vergiften. Der wird früher oder später umfallen und in der Zeit haben wir Zeit halt abzuhauen. Da nach einer Weile durchdrehen und dann sterben. Das heißt, er wird mit der Waffe um sich schlagen, ein oder anderen treffen damit und ja, ich kann es ja mal demonstrieren, würde ich sagen. Zack. Okay, das war nicht genau das, was ich vorhatte. Deswegen laufe ich weg. Hä? Hatte ich nicht die Giftklinge ausgewählt? Nee, hatte ich nicht. Jetzt habe ich die Giftklinge. Okay, dann suchen wir die nächste Wache. Dinge passieren, Freunde. Dinge passieren. Und da haben wir schon unser neues Opfer. Gehen hier einfach mal hin und machen... Hallo. Dann gucken wir uns das Ganze von Weitem an. Er wirkt ein bisschen besoffen. Zu Anfang. Noch ist er ganz normal und dann. Okay, das dauert echt verdammt lange. Und dann. Plopp. Easy going. So sieht es nämlich aus. Das können wir mit sämtlichen Leuten machen und das ist eigentlich recht cool. Wenn das nicht mehr tun, war ein bisschen leider an der Stelle, sonst explodieren wir über die Ohren. Und das werden wir wahrscheinlich sehr gerne einsetzen. Ja, dann müssen wir halt immer wieder neues Zeug kaufen. Ich könnte jetzt quasi hier hingehen und mir all sämtliche Waffen kaufen. Aber ich kämpfe ja gerne mit meiner Klinge oder ohne Arme. Ohne Arme, was? Ohne Waffen. So dass ich denen die Waffen selber klaue. Eine Attentatsmission, Freunde. Die mache ich gerne.
Gerade auch mit der neuen Giftwaffe. Könnte das recht lustig werden. Ja, spring. Ach, Ezio. Du bist unfähig. So. Ich bin doch schon weg. Will nur eine Mission annehmen. Die Attentatsmissionen sind tatsächlich die spannendsten Nebenquests, die man kriegen kann. Eine Verschwörung gegen die Nachschublinien von Florenz wurde entdeckt. Beende sie, indem ihr den Händler auf dem Marktplatz im Bezirk San Marco eliminiert. Lorenzo. Da ist ja gleich um die Ecke. Aber ich glaube, vorher muss jemand anderes sterben. Du solltest nicht hier oben. Da! Auf ihn! Tja, du solltest auch nicht hier oben sein. Und deswegen rutscht du runter. Tschüss. So, dann schauen wir mal, wo unser Ziel ist, ne? Noch sehe ich ihn nicht. Was ich hier oben mache, willst du wissen? Das kann ich dir zeigen. So. Yay! Okay, ach, das ist eine. Oh, das ist eine Page. Ups. Können wir uns reinschmuggeln? Verdammt, ich kann nicht mittig runter, ne? Der Assassine, packt ihn! Na? Du bist der Einzige, der übrig geblieben ist, oder? Alter. Okay. Willst du auch mal was machen? Ah. So, einmal schön in die Augen rein. Zack. Ich will nur die Seite haben. Die hätte doch einfach aus dem Weg gehen können. Aber nein. So. Codex, Seite erhalten. So, Mr. Händler. Wo befinden Sie sich denn? Ich möchte gerne ein bisschen spielen. Oh, was leuchtet denn da? Achso, so ein Ding, ne? Ja, so kann man auch übrigens eine Wand reparieren. Mit einem Hammer. Ohne andere Rohstoffe. Wo ist der denn? Der muss hier eigentlich mittig sein, oder? Oh. Heute bin ich wahrhaft gesegnet. Zwei neue Künstler mit seltenen die schönsten Werke zum besten. So, mal gucken, ob wir unsere Farbe ändern wollen. Hä? Nächstes Mal finden wir etwas, das euch gefällt, Herr. Ich dachte, ich kann hier meine Farbe ändern. Aber ich kann auch mal ein bisschen was kaufen, solange der umfällt. Gemälde möchte ich doch nicht, Schatzkarten. San Giovanni, San Marco. Das brauche ich alles für später. Und Santa Maria Novella. Vielen Dank. Kommt bald wieder. Wie schön. So, kämpfst du jetzt endlich mal um, oder was? Das dauert mir echt hier zu lange. Eigentlich müsste ich da hingehen und den nochmal so umbringen. Oder mit einem Wurfmesser oder so. Jetzt kipp er nicht mal um. Eigentlich müsste ich hier noch ein bisschen Dubstep-Musik abspielen, oder? Ich kann kein Dubstep. So. Er ist tot. Soll ich dir noch irgendwas abnehmen oder so? Nein. Okay. Assassine zu vermieten. So. Das nächste Mal werde ich ihn nicht, ach komm. Es tut mir leid, ich musste weich landen und du bist schön dick. Das nächste Mal werde ich ihn nicht vergiften, das dauert mir, glaube ich, ein bisschen zu lange. Weil den hätte ich problemlos erstechen können. Gott verdammt, Ezio! Ist das dein verdammter Ernst oder was? Oh Gott. Ja, dann rennen wir hier lang. So.
Wir müssen natürlich ein bisschen anonym bleiben. Deswegen reiße ich mal ein paar Poster ab. Nicht, dass wir sofort erwischt werden. So. Und fast schon wieder anonym. Aus dem Weg! Ich soll schnell reisen? Ich soll hier wieder weg? Ist so? Das wusste ich gar nicht. Darf ich Pferde klauen? Ja, klar. Jetzt bist du meins. Ich hätte lieber den anderen genommen, weil er schön aussieht, aber... Naja. Wäre es nicht verfügbar, willst du mich verarschen oder was? Aber ich muss da doch lang. Ach komm, das ist nicht euer Ernst, oder? Rennen wir halt hier lang. Gar kein Problem. So, nach Monterigo Villa reisen. Natürlich will ich das, natürlich. Springen und in der Luft A drücken, um einen Kopfsprung zu machen. Habe ich das vorher schon mal gemacht? Ich glaube schon. Können wir auch gleich mal unsere Kohle abholen und vielleicht mal in ein, zwei Läden investieren. Ich meine, wir haben 16.000 Flori. Damit kann man schon einiges anfangen. Ich wünschte, man könnte mit dem Pferd in die Stadt reinreiten, aber man darf nicht. Bin ich ein bisschen traurig. Ich meine, wozu stehe ich hier überall Heu rum, wenn ich da nirgendwo rein kann? So, einmal kurz zur Truhe. Kiste ist voll. So. 1885 ist noch nicht so wirklich viel, ich weiß, aber das wird noch. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, klar. So. Rabatte. Machen wir mal die Minen. Gebäude renoviert. Das heißt, wir können jetzt auch in die Minen reingehen. Was wir auch definitiv tun werden. Die Kirche. Kirchensteuer kriegen wir jetzt auch. Militärkaserne, wieso nicht? Schon sind wir arm, oder? Ah, wir können noch. Die Liebesgilde, aber wir können noch beides. So, und den Brunnen. Der sehr interessante Brunnen. Und wir wissen alle, Brunnen sind immer wert gestiegen. Recht interessant in Spielen. Deswegen rennen wir mal kurz raus zum Brunnen. Ja, wow. Und es ist mittlerweile dunkel geworden. Und schauen wir mal, was sich da befindet. Zwei Schatzkisten. Okay, wir haben also den Brunnen renoviert, um uns Geld zu holen. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich hoffe, da ist ein bisschen was Wertvolleres drin als Geld. Ja, ein bisschen schade, oder? So. Was jetzt? Okay, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Ich hatte schon ein bisschen Panik. Nein! Was machst du denn, Ezio? Was machst du denn? Gott. Okay, einfach ganz normal, ganz entspannt. Das ist einfach zu früh abgesprungen, ne? So. Und zack. Ja, nur durch das Gleichgewicht verlieren und über da. So, jetzt gehen wir erstmal ganz um die Ecke. Das war... Soll ich verarschen oder was? So. Okay. Vermute mal. Darüber. Problem ist mal, vermuten ist nicht gut genug.
So, mal gucken, was wir hier bekommen. 300 Flori und... 302 Flori. Ohoho. Hat sich ja voll gelohnt, das Ding zu renovieren, oder? Wie viel haben wir ausgegeben? 3000? 4000? Ich glaube, das waren 3000. Und wir haben zurückbekommen, genau, 600. Ich würde sagen, wirtschaftstechnisch hat es Ezio richtig drauf. Aber wir haben noch die Minen. Rennen wir aber erstmal rein hier. 800 Flori haben wir jetzt. Du sollst nicht die Wände hochlaufen. Du bist doch nicht Spider-Man. Ezio, haha. Komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha, wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Nein! Mario auf dem Übungsfeld treffen, um zu trainieren. Tja, der eine oder andere wird sich schon denken, wer der Prophet ist. Ich werde aber nicht spoilern. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Ausweichen? Armer kleiner Wicht. Stirbt, um Befehlen zu folgen. Yeah. Bene, bene. Jetzt noch einmal. Na komm. Habe ich das nicht schon mal geübt? Viel besser. Ein letztes Mal noch. Bravo. Entwaffnung? Ach, Entwaffnung, das kann ich. Ist jetzt nichts Neues für mich. Das möchte ich nochmal sehen. Na komm, komm. Alter Mann, lass dir nicht so viel Zeit. Beeilung, sterb doch! Ah. Ich bekomme Durst! Och Mann, immer diese langsamen Schläge. So. Ich mag schnelle Schläge. Ja. So. Magnifico. Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Okay. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir in die Mine. Wir haben sie jetzt nicht umsonst gekauft. Und wir kaufen uns ein bisschen Gift. Wir haben 1000 Flori bekommen dadurch, dass wir trainiert haben. Cool. Jetzt werde ich schon dafür bezahlt, dass ich trainiert werde. Apothekerbedarf, Gift. Ist aber verdammt teuer. Ah, ich hätte einfach aufstocken können, ne? Egal. Ein bisschen Erholung und alles wird klar. Bis nächste Mal wissen wir Bescheid. So. Allerdings weiß ich jetzt nicht ganz genau, wo die Mine war. Ah, die war auf der Rückseite.
erinnere mich. Da müssen wir ganz kurz einmal rumlaufen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich damals, glaube ich, sogar runtergesprungen bin auf der anderen Seite einfach. Um nicht einmal rumlaufen zu müssen. Aber das Problem wäre dann, dass wir nach der Mine kein Pferd haben, um wegzukommen. Jetzt muss ich auch noch die Wege benutzen. Wer benutzt denn schon Wege? Ich bin doch kein Noob. Nur Noobs benutzen Wege. Ich weiß, wo es lang geht. So, und da ist die besagte Mine. Was leuchtet denn da so? Ist das tief oder kann man da schwimmen? Keine Ahnung. Willst aber nicht riskieren. Ach, zwei Schatztruhen. Aber was zum Teufel ist das auf der Karte? Altarraum. Achso, wir haben natürlich Sachen gefunden. Der will uns damit sagen, leg deine verdammten Sachen ab, du Arsch. Was machen wir noch? So, damit haben wir eine Mine für 3000 oder 4000 gekauft. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und wir kriegen höchstwahrscheinlich 600 Flori zurück. Das ist aber alles nur zum Sammeln. Ja. Cool. Cool. Ja. Cool. Kann mich nicht bewegen. Okay. Macht er erstmal so einen halben Moonwalk. Vorwärts natürlich. Das ist der Vorwärts-Moonwalk. Habe ich erfunden. Mache ich oft bei Partys. Habe ich wieder mal ausgelacht. So. Zack. Und zurück. Ich weiß nicht, ob es gut tut, da runter zu springen. Ah doch, das ist eine Leiter. Flori reicher, Freunde. Wirtschaft ist nicht so wirklich sein Ding, habe ich so ein Gefühl. Wirtschaftswesen, muss ich glaube ich sagen. Aber nun denn, ich würde sagen, so reiten wir davon in fast schon eine neue Folge, denn, Freunde, ich muss euch leider gestehen, dass die Zeit leider um ist. Hat da was geleuchtet? Das sind meine Looter-Sinne, Freunde, meine Looter-Sinne haben zugeschlagen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber ich habe irgendein Leuchten gesehen. Ferdi? Da bist du ja Ferdinand, komm. Achso, das war gar nicht mein Pferd. Ja, ja, jetzt bist du mein Pferd. So schnell kann es passieren. Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich reite mal bis zum Ausgang und dann sehen wir uns kurz zum Ausgang wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.